Auch wieder geile Mucke, ne? Alten Teile. Richtig gut gemacht. Ein bisschen langsam ist er schon noch hier, der Kratos, ne? Ja, aber wenn man bedenkt, wie er sonst kämpfen würde mit seinen Kombos, ey, muss ihm eigentlich ein bisschen schwindig und schlecht werden. Achso, okay, man muss weiter drücken, okay. Da werden die nemeischen Löwen doch gar... Ey, ich prädestiniert für. Mein Gott. Man sieht einfach nichts mehr. Oh, Vergeltung. Ich habe eine Trophäe bekommen. Ja. Okay. Ich pass, hör mal ein bisschen aufzuschlagen. Ach, wir durften so lange machen, wie wir wollten. Ah, okay, verstehe. From the bondage of Olympus and cleansed in chaos, mankind is now ready to hear my message. Look around you, Athena. The world stands in ruin. What good is your message? Go if you must. But first, I insist you give me the power from inside the box. The box was empty. That can't be true. I can see it in your eyes. You used my power to kill Zeus. You still have it as we speak. Don't you understand? When Zeus gathered all the evils and placed them in the box, I dreaded what would happen if it was opened again. And so, I summoned the most powerful weapon in the world, and I placed it in the box. I told you, it was empty. Pandora was sacrificed in vain. She died because of my need for vengeance. You must be mistaken. You used my power to kill Zeus. I saw you do it. Unless... Of course. When you opened the box, you released the evils to the gods. Infected them. Changed them. Zeus himself fell prey to the dark evils. This is why he became so enraged and obsessed with your death. He was consumed by the evil, fear. I thought the power I placed in the box was never released. All these years, I assumed you drew from the evils inside to destroy Ares. But I was wrong. The power you took from the box is mine. From it, you gained the strength that Zeus could never destroy.
A strength great enough to overcome fear. Locked deep inside of you, Kratos, is hope. It has remained buried, trapped by your guilt and the failures of your past. When you killed Zeus, you must have allowed something to awaken it. What was it, Kratos? Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. What was it, Kratos? All I remember is what I have lost. That is why you should give me the power. I understand its true meaning and where it belongs. I trust you to do the right thing, Kratos. You shouldn't. You owe me this, Kratos. I owe you nothing. I made you a god. I sheltered you from the wrath of Olympus. I delivered your revenge on Zeus. It is over, Athena. You would dare strike me down again? My vengeance ends now. You can't! You fool! What have you done? No! That was meant for me! They will not know what to do with it! You disappoint me, Spartan. Jo, und das war's offensichtlich. Ich weiß nicht genau, ob jetzt nach den Credits noch irgendwas kommt. Ich denke mal schon, weil ich kann mich auch an das Ende hier überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. Muss ich dazu sagen. Aber im Grunde genommen, ey, Zeus ist tot. Wir haben auch, glaube ich, vielleicht Schlimmeres verhindert, indem wir die Kraft nicht an Athen übergeben haben, sondern, ich sag mal, sie einfach freigesetzt haben, dass da vielleicht jeder ein bisschen was davon hat. Und das wird garantiert noch nicht das Ende gewesen sein. Da wird gleich noch was kommen. Da bin ich mir wirklich sicher. Also, okay, vielleicht sollte ich mir nicht so sicher sein. Aber chronologisch gesehen ist das hier, also der dritte Teil, glaube ich, auch tatsächlich der, jetzt nicht so vom Release-Datum her, aber von der Geschichte her, der letzte, der die, ich sag mal, antike Geschichte von Kratos erzählt. Wobei, ich kenne die genaue Reihenfolge jetzt auch nicht. Es gibt auf jeden Fall noch zwei Spiele, die ich noch spielen möchte, ne? Also, die da auch die antike Geschichte dann auch erzählen, oder zumindest Teile aus der Geschichte erzählen. Aber wie gesagt, ich glaube, das hier ist der, ja, so gesehen, letzte Akt. Weil Zeus ist tot, die meisten Götter sind tot, Hades ist tot. Und Hermes, also alle sind eigentlich, ich überlege gerade, lebt überhaupt noch? Doch, Aphrodite lebt noch. Die habe ich am Leben gelassen. Stimmt, genau, die lebt noch. Aber ansonsten, Hephaistos ist am Arsch. Also der Schmied, der Götterbote, ne? Sonne, Poseidon habe ich getötet, deswegen ist alles unter Wasser. Und eigentlich habe ich die Welt, glaube ich, mit meiner Sache zerstört. Mit meinen Handlungen. Und, ja, hab dann vielleicht aber offensichtlich nach meiner Zerstörung jedem so ein bisschen Hoffnung gegeben, ne? Um halt die Furcht vor dem, was kommt, überstehen zu können. Gut, aber das war's dann auf jeden Fall jetzt erstmal von God of War 3. Wie gesagt, wenn da nach dem Credits noch irgendwas kommt, wird es wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit sein. Den gucken wir uns aber natürlich auch an. Aber ich finde das richtig, richtig, richtig geil.
Ich hatte das, als ich das damals gespielt habe, also meine, ich sag mal, ganze God of War-Geschichte, hat ja tatsächlich damals beim ersten Teil angefangen. Ich habe nichts von dem Spiel gehört. Ich habe es einfach gezockt, angefangen und war total begeistert. Also wirklich von der audiovisuellen Darbietung, die es dann natürlich gegeben hat, von der Größe der Gegner teilweise, von allem. Und das ist dann in Teil 2 nochmal deutlich, deutlich mehr geworden. Oh, special thanks, Elijah Wood. Irgendjemand hat ja gesprochen, ne? Habt ihr mir, glaube ich, auch sogar mal geschrieben? Ich weiß es nicht genau, aber egal. jetzt habe ich Kevin Sorbo verpasst. Scheiße, bei Herkules, bei den Synchronspielen. Ich habe nicht auch zum Fernseher geguckt. Ja, aber auf jeden Fall, der zweite Teil hat es auf jeden Fall alles nochmal besser gemacht, fand ich zumindest. Wobei der erste, der war so ein bisschen so schön klein, ne? So mal für was für zwischendurch, während der zweite Teil schon ein bisschen umfangreicher war. Und vor allem beim allerersten Mal durch, habe ich, glaube ich, richtig, richtig lange gebraucht. Dann habe ich den Ghost of Sparta gezockt, den PSP-Ableger, damals auch wirklich auf der PSP, weil ich damals bei der Bundeswehr war. Und den fand ich auch richtig, richtig geil. Und da muss ich tatsächlich dazu sagen, als dann der dritte Teil rauskam und ich den damals gespielt habe, hat er zwar Bock gemacht, aber irgendwie hat er sich nicht so angefühlt wie die ersten beiden, beziehungsweise die drei Teile, die ich davor gespielt habe. Und deswegen fand ich den zwar auch gut, aber zeigt ja schon, dass ich mich so wenig daran erinnern kann an so viele Sachen, dass das ja doch dann für mich eher eine, ich sag mal, vergessenswerte Erfahrung war, die ich damals gemacht habe mit dem dritten Teil. Aber ganz ehrlich, ich habe das jetzt ja nochmal gespielt, wie ihr unschwer erkennen könnt, und ich finde es richtig geil. Also wirklich, das ist richtig gut. Das ist also an sich von den Spielen, die ich jetzt gespielt oder Let's Played habe zumindest, finde ich auch der beste Teil. Doch, wie gesagt, von der Aufmachung her, von der musikalischen Untermalung, der in jedem Teil extrem gut ist, von Sachen, die man finden kann, von verschiedenen Welten, die man da auch begeht, von den Gegnern, die man trifft, also die hauptsächlichen Gegnertypen, also die normalen Gegnertypen, die sind jetzt nicht so variantenreich. Aber die Bosskämpfe sind geil. Es ist total übertrieben mit der Gewalt. Was mir aber wiederum auch gefällt, weil es halt auch so zeigt, wie wütend halt auch Kratos ist, dass er einfach nur, der ist einfach nur auf dem Schlachtfeldzug. Und grafisch auch Hammer, wirklich. Also kann man nicht anders sagen. Und ja, also das Gesamtpaket stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist sogar, wenn ihr eine PS4 habt und PlayStation Plus habt, beziehungsweise PS3 und PlayStation Plus, ist es, glaube ich, sogar kostenlos. Aber ich glaube, ich habe mir das nicht gekauft. Ich habe mir gedacht, wenn ich das Let's Play, welche PS3-Version Let's Play, weil, ne, ist halt, ne, habe ich halt da. Und habe ich gesehen, ach, guck mal, für PS4 gibt's das auch. Gut, der Vorteil bei der PS3 wäre gewesen, ich hätte euch 60 Frames zeigen können, weil ich glaube, das läuft auch auf 60 Frames. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Aber wahrscheinlich nicht so stabil wie hier. Aber glaube ich, das hier, ups, Neustart vom letzten Kontrollpunkt, genau. Zeig mir die Quests mal von vorne. Ah, da wir noch so im Spiel drin sind, guck mal gerade. Ja, okay, wir können jetzt nicht ins Auflevel-Menü gehen, aber egal. Da wird aber gleich wahrscheinlich wirklich noch was kommen, eine Kleinigkeit. Und ja, das Let's Play ist hier ja auch noch nicht vorbei, ne? Nur so als Hinweis. Weil, getreu der Tradition bei God of War, mache ich natürlich nochmal die Challenge of Hades oder was so wie auch immer das hier heißt. Ich weiß es nicht. Mache ich natürlich auch noch, klar. Ich gucke gerade nochmal, ob ich hier so kurz ins Menü gehen kann, ja. Kann ich tatsächlich, das seht ihr natürlich nicht, weil ich würde jetzt gern schon mal, mal so Trophäen durchsuchen und euch zumindest vorlesen, was mir noch fehlt. Ich habe gerade mal 55% der Trophäen habe ich erhalten. Also 24 von 35. Und ich kann es ja erstmal nur bei der PS5, glaube ich, ein paar sehen. Oder sind das schon alle, die ich hier habe? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall die 1000-Treffer-Kombo muss ich ausführen. 100 Gegner mit Helios Kopfblenden. Ja gut, ist so eine Farm-Trophäe, halb so wild. 50 Hunden einen Tritt verpassen, ist auch halb so wild. Stecken sich 100 Gegner mit dem Bogen des Apollo in Brand, ist auch halb so wild. Das ist ja auch wieder so Gefahrengedöns. Beschwören Sie alle Seelen mit den Hades-Klauen. Ja, ist nicht so schlimm und auch nicht so schwer, weil, muss halt nur aufleveln, ne? Dann voll ausgerüstet, verbessern Sie alle Waffen vollständig. Gerecht, schließen Sie das Spiel ab, die bekomme ich gleich wahrscheinlich noch. Dann Herausforderung gewachsen, schließen Sie die Olymp-Herausforderung ab, das werden wir auch noch im Let's Play machen als Bonusparts. Unmenschlich schießen Sie das Spiel im Titan-Modus ab und eine versteckte Trophäe ist hier noch. Schließen Sie das Labyrinth ab, ohne Ihr Leben zu lassen oder zu scheitern. Das ist das, was ich in der letzten Aufnahme angesprochen habe. Ich gucke mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, und die 11. Trophäe ist dann noch die Platin-Trophäe natürlich. Also im Grunde genommen muss ich ein bisschen farmen. Ich muss das Spiel nochmal auf schwer durchspielen, die Olympia-Herausforderungen abschließen und das Labyrinth schaffen, ohne mein Leben zu lassen oder halt zu scheitern, also dass halt Pandora stirbt. Da muss ich nochmal genau gucken, wo ich das machen kann. Und ich denke, jetzt mal ohne Scheiß, ich werde das heute schon mal machen, ne? Also, jetzt nicht die Herausforderung, aber alles, also einfach nur mal ein zweites Mal durchzocken.
Weil es macht einfach Bock, ne? Wie gesagt, ich habe da voll Bock drauf. Und ich hoffe, ich kann den Titanmodus auch anwählen und trotzdem die einmaligen Sachen verwenden, die ich gefunden habe. Weil dann habe ich halt natürlich schon, dann habe ich die Sachen total schnell dann aufgelevelt. Und, ja, gut, das wird ein Spaziergang, klar, ne? Aber habe ich Bock drauf, wirklich. So. Achso, genau, wo war ich stehen geblieben? Davor war ich gerade scheiße. Achso, Challenge of Hades, genau, oder Olymp, wie auch immer die jetzt hier heißen. Ja, werden natürlich Bonusparts werden. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauchen werde. Also normalerweise brauche ich irgendwas. Ja, doch, im ersten Teil war es asozial. Also nur für die Leute, die es halt nicht kennen. Es gibt bei jedem God of War Teil, glaube ich, also zumindest jetzt bei den Antiken, gibt es, glaube ich, immer noch mal einen Modus, den man dann quasi nach dem Durchspielen des Hauptspiels freischaltet, wo man halt nochmal Herausforderungen erfüllen kann, zum Beispiel besiegt so und so viele Gegner in der Luft, ne, oder töte alle Gegner innerhalb der angegebenen Zeit und du bist vergiftet und überlebt alle Gegnerwellen. Und, ja, normalerweise, ja, sind das meistens so irgendwas so zwischen 6 und 10 Herausforderungen. Also ich glaube, 6 sind es, glaube ich, bei Chains of Olympus gewesen. Und normalerweise kann man dann auch immer abspeichern nach jeder Herausforderung. Und im ersten Teil ist es so, da muss man alle am Stück machen. Und das war nervig. Da, siehste, ich habe doch gesagt, da kommt noch was. Jetzt, achso, ah, jetzt geht's nochmal an die Remastered Credits, auch nicht schlecht. 2015 kam das schon raus, alter Vater, 5 Jahre später, schon nach dem eigentlichen Release. Man hatte aber, glaube ich, in der Steinformation kurz was gesehen, nämlich die, so ein Abdruck vom Phönix oder sowas war da, ne? Okay, das können wir jetzt immer nicht wegdrücken. Keine Ahnung, ob der Phönix da geholfen hat, aber warum er dann auch einen Abdruck in den Stein hinterlässt, kann ich euch leider auch nicht beantworten. Aber muss ich auch sagen, übrigens jetzt, wo jetzt hier gerade nochmal die Credits für das vom Remaster kommen, das haben die auch richtig gut gemacht, ne? Also ich habe jetzt irgendwie keine Performance-Einbußen oder sonst irgendwas gesehen. Also haben sie wirklich gut gemacht. Guck mal, ob man eben Knopf drücken kann, damit es schneller geht. Nein, leider nicht. Ist dann halt so. Gut, ja, wie gesagt, die Herausforderungen werden auf jeden Fall noch kommen. Beim ersten Teil mussten wir halt damals, ne, wie gesagt, alle am Stück machen. Das war echt, echt nervig, weil die sind auch teilweise echt nicht einfach. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich morgen alles schaffen werde, morgen bei der Aufnahme. Aber gut, sind halt noch, wie gesagt, ein paar Bonusparts. Ja, ich würde euch dann auch gern schon mal einen Tipp geben, weil, ne, mit God of War 3 habe ich jetzt, ich glaube, ich war das ganze Jahr mit der PS3 beschäftigt. Ich kann das sagen, ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Aber mit God of War 3 habe ich das vorletzte Spiel, ne? Das vorletzte Spiel natürlich, der, ja, PlayStation 3 auch abgeschlossen. Und, das heißt, es kommt hier nach nur noch ein Spiel für die PlayStation 3, bevor ich dann an die PS4 übergehe. Und ja, es ist, schon mal so als Tipp, es ist auch ein Spiel aus dem frühen Zyklus der PlayStation 3. Also ich glaube, das kam auf jeden Fall jetzt auch nicht unwesentlich vor God of War 3 raus. Hat aber schon Trophäen, ja. Und, ja, hat auf jeden Fall einen ziemlich, ja, Community-intensiven Ansatz auch verfolgt. Wobei es ja auch eine Singleplayer-Kampagne gibt, oder ein Singleplayer-Modus, wie auch immer, den man aber am besten im Koop absolvieren sollte, weil man dann auch einfach mehr Sachen finden kann. Und ach, gerecht, jetzt habe ich auch die Herausforderung, beziehungsweise die Trophäe bekommen, dass ich das Spiel geschafft habe. Und ja, es ist eigentlich, glaube ich, relativ, also es ist sehr bekannt tatsächlich sogar. Und ja, war auch so ein bisschen so ein Maskottchen für die PlayStation 3, glaube ich. Und da gibt es auch mehrere Teile von. So, das waren jetzt genug Tipps und ihr wisst alle, was morgen kommen wird. So, genau. Glückwunsch, Sie haben den God of War abgeschlossen. Wir haben freigeschaltet die Herausforderungen. Das sind halt die Herausforderungen der Götter, wie diese heißen. Chaos-Modus ist der sehr schwere Modus. Den müssen wir, glaube ich, nicht machen, sondern nur den Titan-Modus. Oder der Titan-Modus ist noch schwerer. Ich weiß es nicht. Da haben wir Kostüme freigeschaltet und Videos. Schön. Können wir direkt mal reingucken. Kampfarena. Schließen Sie die Olymp-Herausforderung ab, um die Kampfarena freizuschalten. Okay. Gucken wir mal kurz rein, wie viel es hier gibt. Exil-Herausforderung. Vogelgezwitscher. What the fuck? Ich habe keine Ahnung. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alles klar. Und es gibt nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Exil-Herausforderungen. Erledigen Sie den Kratos des Unheils. What the fuck? Ich habe wirklich... Gab es das früher auch schon? Ich weiß es wirklich nicht. Weil wir müssen, glaube ich, für die Trophäen nur die Olymp-Herausforderungen freischalten. Aber ich denke mal, ich werde alle machen, ne? Wenn wir schon mal da sind.
So, was haben wir denn für geile Kostüme freigeschaltet? Kratos des Unheils? Ah, okay. Fügt vierfachen Angriffsschaden zu? Alter Vater. Und Gegner fügen auch vierfachen Angriffsschaden zu. Trophäen sind deaktiviert, okay. Apollo, fügt halben Angriffsschaden zu und Gegner fügen halben Angriffsschaden zu. Schade. Morpheus Rüstung, alle Orbs haben den doppelten Wert. Rote Orbs haben den fünffachen Wert. Chaos Phantom, okay. Vergessener Krieger. Gegner fügen ein Viertel des Angriffsschadens zu. Trophäen sind deaktiviert. Dominus fügt doppelten Angriffsschaden zu. Gegner fügen halben Angriffsschaden zu. Und alle Orbs haben den doppelten Wert. Geil. Gesundheit, Magie, Orbs und Gold. Orbs haben den vierfachen Wert. Rote Orbs haben gar keinen Wert. Das ist auch scheiße. Deimos. So, was haben wir hier noch Schönes? Videos, da haben die eigentlich auch mal ganz geile Sachen genau, hinter den Kulissen. Animation, Charakter, Kameradesign, Charaktere und all so ein Gedöns. Das finde ich eigentlich immer geil. Dass die hier so viel dann auch mal mit reinknallen und vor allem, dass man die Sequenz nicht nochmal angucken kann, ne? Wie wenig Sequenzen es aber hier gab, ist echt erschreckend, ne? Wow. Gut, ja, ansonsten, ich guck mal gerade nach. Titan, schwer. Nein, warum kann ich denn die... Nein. Ich möchte das jetzt nicht nochmal machen. Scheiße. Ich glaube, ich kann da leider nicht die Gegenstände auswählen, die ich gerne auswählen würde. Aber ist egal. Gut, dann würde ich dann die heutige Aufnahme hier beenden. Wie gesagt, Hauptspiel wäre geschafft. Und ja, das die Herausforderung, da würden wir uns dann ab morgen drum kümmern. Ich denke mal, parallel würde ich den Titanen-Modus schon mal starten. Auch wenn ich dann halt die Gegenstände nicht verwenden kann, ist dann halt so, ne? Muss man halt durch. Und ich stelle fest, man kann die Sequenzen auch nicht wegdrücken. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Aber okay. Gut, ja, dann, ja, danke fürs Einschalten, wie wir bis hierhin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schätze, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, werden wir uns dann wahrscheinlich auch bei den Herausforderungen wiedersehen. Gibt es dann natürlich dann wieder ein paar weniger Sequenzen und ein bisschen mehr Gefluche, weil die werden nicht einfach werden, da bin ich mir sicher. Und ja, danke, wie gesagt, fürs Einschalten. Dass euch das Let's Play gefallen hat, hoffe ich natürlich auch. Und das Spiel, weil das Spiel ist halt geil und ist halt wirklich absolut empfehlenswert. Das kann man heute noch hervorragend spielen, wirklich. Und vor allem hat eine sehr angenehme Länge. Ich schätze mal, ich war jetzt so bei 10, 12 Stunden immer so im Dreh rum. Könnt ihr ja nochmal nachgucken, euch dann morgen nochmal nachreichen, wie viel das jetzt tatsächlich war. Gut, also dann haut rein und ja, eventuell dann bis zum Bonus-Part. Tschüss.